Und gleich weiter im Kontext. Das war echt knapp, das Ding. Ja. Das waren Deutsche. Sebi Germany. Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass man Germany in seinen Namen schreibt, wenn man deutsch ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Verstehen Sie? Ja. Ja, ja. Wir nähern uns jetzt auch dem Ende dieser Saison. Und Fazit bis jetzt, also vor allem torreich. Also wir haben ja jetzt heute auch ordentlich Gas gegeben, was Tore betrifft. Also wir haben ja nie wirklich knapp verloren. Knapp gewonnen, meine ich. Würde ich mir übrigens mal für irgendeinen kommenden FIFA-Teil wünschen, dass man mal in der Online-Saison auch mal sieht, wie viele Tore man bekommen hat, wie viel man geschafft hat. Ja, so eine Statistik, ja. Dass da so pro Saison oder überhaupt Statistik geführt wird. Das fände ich auch nicht schlecht. Ich würde mir auch wünschen, und da muss ich EA leider echt ein riesen Minuspunkt. Jedes FIFA, seit dem FIFA 13, glaube ich, hatte irgendeinen So geht's die Modus also heute an. Rausgenommen. Ich glaube, bei 14er waren es die Turniere, ne? Und heute ein klassisches 4-5-1. Vidal! Uiuiuiui! Schnackelt schon wieder? Ja, es geht ratzfatz momentan. Arturo! Das sehen wir auch mit den Toren rechnen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Im 14er Turniermodus gefehlt. Klasse Kopfball, da ging es nicht. Glaube ich. Also der Turniermodus Offline-Turniere. Das hat im 15er gefehlt. Im 15er hat auch irgendwas gefehlt, weiß ich nicht mehr. Und jetzt im 16er fehlt der Koop-Pokal-Modus. Das finde ich extrem schade. Ja. Weil das war auch mal sowas, wo man ein bisschen was ausprobieren konnte. Starke Flanke. Müller! Knapp daneben. Hoppala. Da konnte man auch mal ein bisschen Aufstellungen ausprobieren, weil da war es ja nicht schlimm, wenn man verloren hat. Da konnte man sich die Saisonstatistik nicht so versauen. Wow. Ja. Kann man pfeifen, war auch meiner Meinung nach ein Elfmeter. Keine Karte. Hier schinden wieder Elfmeter. Scheinbar bewertet er den Strafstoß. Jetzt bist du. Komm. An Pfosten und rein. Komm. Ach, Mann. Ich hab voll zu früh gedrückt. Ich weiß nicht, ob was gesehen hat. Ich hab so früh gedrückt und ganz du kurz warst nur. Im gelben Bereich, ja. Aber nur ganz kurz. Ich hab den ersten Balken nicht mehr voll gehabt. Ja. Das war ein Hüftschuss. Schaut gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielt er hier ohne große Probleme. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Thiago jetzt. Der Müller blockt den Pepe weg. Ja, jetzt wollte ich wieder. Sorry, das war gerade Ego-Modus, gebe ich zu. Ja, macht nichts. Bei 2-0 darf man das mal machen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ah. Das ist gerade jetzt. Overla. Ein bisschen Hackstock. Ja, so ein bisschen Trampelpfad, ja. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Ach ja. Ja, die Nummer 7. Die prima Ballerina. Robben am Ball. Und Thiago. Da kommt Costa von der Seite. Ball. Schön. Das wird Abschluss geben. Ja, auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich einen Torwart abschießen. Alles gut. Er ist frei, da kann was draus werden. Robben. Ein Robben am Ball und er könnte jetzt abspielen. Na, jetzt haben sie sich gegenseitig blockiert. Oh. Schade. Und nicht weinen, Matze. Oh, das ist nicht so schlimm. Doch, doch. Jetzt Cristiano Ronaldo. Doch. Den Ball. Jawohl. Nein. Vidal. B.
Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Ah ja. Ja, der war eigentlich nach vorne gespielt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Robin. Schöne Flanke. Da fängt er die Ball. Ja, der Müller war abseits. Nicht ja, schön. Stimmt. Das habe ich zu spät gesehen. Jetzt wieder die Bayern. Na, jetzt gehen. Oh ja. Und Müller. Bei ihm sehen wir ja oh, die zwei, die mögen sich. Ach, in FIFA. Zerstört den Spielaufbau direkt ganz vorne. Leider wird das selten wirklich mal beachtet, denn am Ende zählen seine Tore natürlich mehr, aber auch sein Einsatz ach, Spiel für nach Spiel vorne. Ist enorm wichtig. Nur Marcelo. Der Linienrichter erhebt die Flagge ja. Und das auch zurecht. Ja. Nur weil der weißes Trikot an hast, bist du voll unsichtbar. Oh, frech. Robin bringt den Ball rein. Oh, oh ja. Da steht keiner. Hab ich. Aus dem ja, nein. Hab ich. Abstoß. Ah. Abi, stell ich ihn aus. Mag da mal jemand hin? Nun David Alaba. Foul. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß gegen Real. Sofort ausgeführt. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Fotz trocken angeschossen. Alaba. Thomas Müller jetzt. Oh, oh der war schön. Er zieht ab. Aber er hat den Pfosten wieder anvisiert. Ne? Also ja, Pfosten ist immer dabei. Pfosten, ja, ist, ja. Pfosten ist Pflicht. Selber wieder anvisiert. Ja. Ah, das jetzt nochmal. Das komm, Pfosten auf. Rein. Das gibt's nein. Doch nicht, ey. Ah. Gerade mehr Chancen. Oh. Im ganzen letzten Spiel. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Benatia. Abseits. Hast du gesehen? So macht man das. So macht man das. Ja, ist ja gut. Mann, ey. Ja. Und ich hab's mit dem Verteidiger sogar geschafft. Ja, fühl dich halt, oder? Mach ich auch. So ein bisschen schon. Robin, da kommt die Flanke. Da! So, oh, das muss man nachmachen. Okay, okay, ja, ja. Jetzt wenn er an die Latte wäre, wäre das noch geiler gewesen. Hauptsache Aluminium. Ja. Ja. Hallo, du machst. Was meinst du? Macht der FC Bayern den Sack hier nach diesem Treffer endgültig zu oder kommt der Gegner nochmal ran? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie? Ja. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Ja, war auf jeden Fall. War auf jeden Fall. Mit einem Schuss aus diesem Winkel überhaupt nicht gerechnet. Das war eins. Ein super Tor. Da ist das Tor. Ui. Von der Lange. Schau, schau. Sie können das. Guck. Fast geht er kann das. Er kann das. Das war Zentimetersache. Da hätte genauso gut von der Latte zurückfallen können. 3-1 heißt es. Ja, also so war es. Super Trick und dann ist er vorbei. Beast Mode! Fuck! Ja, hab ich dich jetzt zu denken? Provozierst mich gerade, Alter. Ball her! Ich mach das jetzt noch. Ball her, ich will an die Latte schießen. Gut gemacht, gutes Tackling. Ich hab noch eine Halbzeit Zeit. Ja, wir haben aber auch einen Bombenballbesitz. Wir haben 67%. Dann möchte ich jetzt aber auch was sehen. Ne? Also, ein Aluminium-Ball muss jetzt noch, weiter. Ne? Real eröffnet hier den zweiten Durchgang. Thiago. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt Benzema. Und jetzt Müller. Ich hab den gerade fein nicht zu dir runter gespielt. Das hat er selber gemacht. Ich glaube, das war gar nicht beabsichtigt. Also weder
dass das so kommt noch. Sergio Ramos! Latte, aber der Ball ist noch heiß! Sag mal, verarschen die mich gerade? Ne, die machen dir Konkurrenz. Doch komm! Ja. Ich schieß! Nee, doch nicht. Doch. Er findet den Mitspieler. Sind die doof. Neuer Handball, ganz einfache Aufgabe, ungefährlicher Versuch. Abgepfiffen, das war abseits. Ich versuche das jetzt wirklich, gell? Wenn ich schaffe, kriege ich was vom Burger King. Nee, du schießt mir ins Tor. Ja, aber mit dem Post. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Ja, mit dem Post. Ja, ja, dann kriege ich was vom Burger King. Eigentlich dürfte ich mit dir gar nicht wetten, weil ich weiß, dass du es schaffst. Der Ball ist drin! Ja, ja, jetzt mal wieder zurück zum Spiel, weil ich komme mir immer auf das ganze Selbstverständnis. Oh, dieser geile Pfosten. Wäre du, mehr Chancen erspielen. Bei aller Effizienz, das wird nicht immer so klappen wie in dieser Situation. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ja. Oh. Gute Zweikampfführung. Toni Kroos. Alaba. Oh, schießen da runter. Ball bei Marcelo. Der FC Bayern wieder am Ball. Alter, sag mal. Ach. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Und ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur Ball gespielt. Okay, die gelbe kann man geben. Schön, 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 schön. Thiago jetzt. Oh! Das macht er gut. Gibt Vorteil hier. Und jetzt Posten! Ach, Mann! Ach, Mann! Nee, das Risiko. Das Risiko. Ist das schlecht? Dieser Drecksbauer. Warum schießt er nicht am Pfosten? Scheiße! Scheiße! Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand. Aha. Und da holt er sich den Ball. Ich hab grad gar nichts gedacht. Ich auch. Wieso kriegt er Navas Geld? Ach, der hat Müller umgehauen. Sommer! Hey! Ja, Manni! Und jetzt der Schuss! Die fordern dich heraus! Die fordern mich echt heraus! Ja, ja, sag ich doch! Den überholst du, den überholst du! Oh, komm, Arjen! Na klar, überhol ich ihn! Weiter Pass geht zu Thomas Müller! Dann kommt so ein Ei! Er hat den Ball! Douglas Costa! Na, fuck! Und Pepe! Schön gelöst, schön gelöst. Und Douglas Costa. Den Ball kann er abfangen. Ribéry. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Jetzt Vidal. Jetzt aber, komm! Jetzt kriegt er seinen Schuster noch dazwischen. Nee, das gibt einen Abschluss. Das war, der war nicht mehr dran. Der war nicht mehr dran. Nicht? Nee, echt jetzt? Nicht mehr dran. Jetzt wird der Ribéry ausgewechselt. Jetzt habe ich Schnauze voll. Dafür muss er runter. Dafür muss er gehen. Das ist so. Dafür muss er runter. Den muss er machen. Aber Trainer, ich habe da abgeschossen. Was soll ich machen? Winkel nicht gepasst. Tatsache, Gedächtnisabschluss. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung. Coman. War der abseits? Nein. Mario Götze jetzt. Flanke kommt, wird das eine Chance? Der Kopfball ist drin! Ich kann ja flank. Ich hab mir gerade gedacht, so, warte mal, der Mats hat gerade eine Flanke geschossen. Und noch selber das Tor gemacht. Was? Ivan Naric. Was? Aber stimmt schon, er
Er kann flanken. Den macht er mit dem Kopf und wie, sehr gutes Timing. Und da gibt er Freistoß für Real. Ja, wenn es sein muss. Wir bringen euch sogar noch einen Ball. Gareth Bale! An die Kann mal einer eine Strichliste führen, wie viel mal, wie oft da jetzt die Latte dabei war? Kann das mal einer bitte machen? Der Ball ist auf die Unglaublich, ey. Mann, ich glaube, das verlierst du. Ja, nee. Das ja, Moment. Was Lattentreffer betrifft, vielleicht, ja. Aber Tore mit Pfosten, ja, da bin ich momentan noch weit vorne. Ja. Ah, okay. Souverän gemacht vom Torwart. Der Coman wollte sich gerade mal strecken, glaube ich. Und Götze. Da kommt der Schuss. Oh! Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Und Tor! Torgefährlich wie immer. Ja. So kennt man ihn. Das passiert, wenn man den Torwart zu weit rausholt. Für ein Geschenk vom Torhüter. Das vor allem natürlich an. Seitlich. Aber also, wenn man den zur Seite rausholt, ist das, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Und das hat er konzentriert getan. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein. Hey, jetzt dann sieht er das Foul. Und jetzt haben sie kurz vor dem Ende. Aber irgendwie immer am selben Fleck, kann das sein? Hoppala. Hey! Naja, ja, ich wollte gerade sagen hier. Ne? Also, wenn, dann. Lasst mal unseren Franzosen in Ruhe. Davon macht er was? Er geht abseits. Was? Was? Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Schuss! Super Einsatz vom Torhüter. Schuss! Es Schuss! Entschuldigung. Dass der neue Aring schwitzt. So, natürlich, kein Problem. Oh. Er holt sich den Ball. Raus mit. Robin. Na ja. 4 Minuten. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Entschuldigung. Frech. Wie entschuldigt man sich nochmal? Er dribbelt sich hier durch und dann kann er mit dem Ball über die Linie laufen. Ich glaube, L1 einmal Kreis oder sowas. Die Abwehr da. Ja, das haben sie auch jedes Jahr abgeändert, ne? Jetzt Götze. Und jetzt Lewandowski. Mag der ihn! So wird Götze! Und da wer hat's gemacht? Die 19. Ach du Scheiße! Viele Grüße an Nobby Tickel. Ja. Wir haben dich gern. Wir lieben dich. Ja. Das Spiel ist fast vorbei. Die verstehen, glaube ich, gerade die Welt nicht mehr. Aber wie gesagt, uns ging es auch schon so. Ja. Das ist, wir fühlen mit euch. Wir wissen ganz genau, wie es dir gerade geht. Also, ja. 8:2. Ich glaube, das war so mit der höchste Sieg, den wir mal eingefahren haben. Ne? Ja. Vidal. Ja. So. Ein Spiel noch. Die Saison ist gleich rum. Die Saison ist bald vorbei. Ja. Zwei Spiele haben wir noch offen. Wir machen jetzt noch eine kurze Pinkelpause. Und genießen dann sozusagen das Saisonfinale. Je nachdem, ob es dann ein oder zwei Spiele sind, sehen wir ja dann. Und dann sage ich jetzt mal bis gleich.